Hallo, ich bin Doc und ich zeige euch meinen kleinen Garten. Heute sind wir bei Hans-Jörg. Er ist Gärtner, nicht vom Beruf, aber das mag er sehr gern. Zeig uns deinen Garten, Hans-Jörg. Hallo, ja, hier, Garten. Garten Eden. Was soll ich jetzt sagen zum Garten? Hier steht Sag mir einfach die Pflanzen, was du hast da. Das sind Sommerflieder. Ah, schön. Sommerflieder wollte ich unbedingt haben. Der blüht so, der hat so lila Dolken. Da sind garantiert Schmetterlinge dran. Das hat sogar schon andere Sommerflieder. Das ist aus meiner Heimat, vom Kaiserstuhl. Das sind Schwertlilien. Wachse sehr gut an. Die Teile heißen fette Henne. Ich weiß nicht, warum sie da sind, aber die kommen jedes Jahr wieder. Also herzlich willkommen. Das hier ist Digitalis, aber nicht der blaue Fingerhut oder der pinkfarbene, das ist der weiße Fingerhut. Das ist gut für das Herz, gell? Das zum Stoppen. Gut, angeblich gut fürs Herz, ja, aber ich glaube, es ist besser, man nimmt es nicht. Dann tut es dem Herz besser so. Ja. Hier haben wir Lavendel. Das ist eine Blaubeere. Keine Ahnung, wie die schmeckt. Die hat bisher noch keine Beeren getragen. Aber, ne? Hier da zum Beispiel, das ist eine Honigmelone. Ob die funktioniert, wissen wir nicht. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal. Honigmelone auch sehr fein. Erdbeeren. Zwiebeln. Salbei. Wie lange hast du das gedauert, bis du das alles gemacht? Das war keine Ahnung, wenn ich dir nicht sage. Das ist ja der Hügel, der hier ist, der ist anstatt Zaun, das ist der Erdaushub vom Haus. Das haben wir da rausgeholt und als Grenze gepflanzt. So, und das ist in den letzten 3-4 Jahren ist das entstanden. So, soll eigentlich mit verschiedenen Stauden oder wie auch immer so von außen her gepflanzt werden. Innen sind meistens Kürbisse, Melone und eben so Kräuter. Der wächst auch wie Unkraut. Rosmarin, sehr feines Kraut. Da oben ist ein Akelei. Links davon habe ich gar keine Ahnung. Dann kommt eine Süßkartoffel. Für meinen Enkel, der steht auf Süßes. Hinten brannte ein Flieder, der dieses Jahr zum ersten Mal Flieder, also Blüten hatte. Doc showed me around the garden. And it all looks so nice. All these little plants are growing. Yo! Up to the sky. Church bell ring dong ding dong ding dong dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Doc says it's alright. Das zeige ich euch. Hier ist das Weidenhaus. Das habe ich für meinen Enkel gebaut. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also wenn man nicht weiß, dass da ein Haus steht, dann sieht man auch nicht, dass da ein Haus steht. Aber es ist in der Tat ein Weidenhaus. Iglu-Form, technische Garten, lockere 2,30 Meter hoch innen, Durchmesser 2 Meter und der Eingang ist nur auf 80 cm, damit sich die Erwachsenen bücken müssen. Kannst du reingehen? Ich kann es mal vorführen, wie man das macht. So, wie alt ist dieses kleine Treehouse? Dieses Haus ist jetzt 3 Jahre alt. Schläfst du da drin? 3 Jahre alt. Nein, bisher habe ich da nicht drin geschlafen. Ich habe mich noch nicht getraut. Aber jetzt ist es zugewachsen, also man sollte das eigentlich mal versuchen. Die Heizung ist noch nicht installiert. Das wird noch gemacht. Wir werden eine Zentralheizung machen. Was heißt, eine Feuerstelle in die Mitte des Hauses. Okay. Wird einwandfrei funktionieren. Komm doch mal rein und ich zeig's euch mal. Yeah, that's a loop, that's a loop, that's a loop, that's a loop. Das ist schön. Yeah, Doc, I think you've made me a loop, made me a loop. Also wie man unschwer erkennen kann, man kann wirklich drin stehen. Ist ideal. Man kann auch dran turnen, das ist relativ stabil. Also mein Enkel ist 3 Jahre alt, für den ist der gebaut. Das wächst mit ihm und er kann auch da schon dran hochklettern. Er kann da prima drauf stehen, das ist stabil genug, das ist eine feine Sache. Es sind
Ich würde behaupten, 99% der Weiden angewachsen. Es waren vielleicht 2 oder 3 dabei, die nicht Getriebe haben. Ich habe da einfach eine Spatenbreite ausgestochen, ja, dann die Weiden reingesteckt, gewässert und wieder zugemacht. Okay, ja. Und oben zusammengeflochten und dann ist es angewachsen. Das braucht kein Fundament, gell? Das braucht kein Fundament, das wächst selber. Das ist ein selbstwachsendes Fundament sozusagen. Ja. Eine grüne Armierung. Ja, wir haben hier auch einen Wohnzimmerfessel. Manchmal wird man da ein bisschen. Also der Vorteil im Weidenhaus, man braucht keinen Staubsauger, da tut es eine Hacke. So. Der Stein hat auch eine kleine Geschichte. Das ist ein Teil der Fensterleibung von der Arrestzelle in Niederhausen. Die Arrestzelle? Von der Arrestzelle, genau. Arrestzelle, so da war ein Kriminal drauf. Oder? Ja, vermutlich waren da Gangster hinten dran, also genaueres weiß ich nicht. Aber es hat eine stark spirituelle Wirkung. Man merkt es, wenn man drauf sitzt. Es wird ja so richtig feucht. Von unten. Jerk Chicken tonight. All the girls are feeling alright. Doc showed me around the garden. And it all looks so nice. Oh! Plants are growing. Yo! Up to the sky. Church bell ring dong, ding dong, ding dong, dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Doc says it's alright.